Betriebswerk Rheine 1977. Noch sind hier täglich Dampflokomotiven der Deutschen Bundesbahn auf der Emslandstrecke von Rheine nach Emden im Einsatz. Lokomotiven der Baureihen 042 und 043 verrichten planmäßig ihren Dienst vor langen Güterzügen. Durch die Elektrifizierung der Strecke ist jedoch das Ende des Dampfbetriebes abzusehen. Rheine ist das letzte Bahnbetriebswerk in Deutschland, in dem Dampflokomotiven stationiert sind. Wurde durch mehrere sich kreuzende Eisenbahnstrecken schon frühzeitig ein Knotenbahnhof. Bereits 1856 wurden Lokomotiven in einem errichteten Bahnbetriebswerk mit Kohlen und Wasser versorgt. Noch vor dem Ersten Weltkrieg musste es vergrößert werden. Die Deutsche Bundesbahn errichtete 1967 eine Öltankanlage. Kohlegefeuerte Dampfloks wurden an andere Betriebswerke abgegeben, sodass ab 1973 nur noch ölgefeuerte Lokomotiven zum Einsatz kamen. Züge zwischen Rheine und Emden wurden mit den Baureihen 012, 042 und 043 bespannt. Bei der Einstellung des Dampfbetriebes im September 1977 hieß es für 16 ölgefeuerte Maschinen Dampf aus. Für einen sicheren Betrieb der Dampflokomotiven sorgten die Eisenbahnausbesserungswerke. Hier wurden in regelmäßigen Abständen Untersuchungen und Reparaturen durchgeführt. Das Ausbesserungswerk Braunschweig war von 1974 bis 1977 das letzte Werk der Deutschen Bundesbahn, in dem die vorgeschriebenen Untersuchungen durchgeführt wurden. In Braunschweig wurden hauptsächlich Schnellzuglokomotiven der Baureihen 01 und 03 betreut, später auch Güterzuglokomotiven. Hier verlässt Lok 043 364 als letzte hauptuntersuchte Lok das Braunschweiger Werk. Ab 1975 trafen Schrottlokomotiven im Werk ein. Schlosser, die jahrelang Dampflokomotiven reparierten, mussten diese jetzt verschrotten. Lok 78510 hatte Glück. Die 1924 gebaute Lok wurde nach 41 Betriebsjahren nicht verschrottet. Sie erhielt einen Platz im Ausbesserungswerk Witten als Denkmallokomotive.
Bahnbetriebswerk Hamm-Westfalen. Hier endete der Dampflokeinsatz im Oktober 1975. Beim Bau der Eisenbahn von Köln nach Minden entschied sich die Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft für die Streckenführung über Hamm, die eine gute Anschlussmöglichkeit nach Münster ermöglichte. Bereits 1847 erreichte der erste Zug den Bahnhof Hamm, der sich schnell zu einem Bahnknoten mit einem großen Rangierbahnhof entwickelte. Zur Blütezeit waren rund 1000 Bedienstete in Hamm beschäftigt, die rund um die Uhr über 100 Dampflokomotiven betreuten. Nach der Elektrifizierung der Strecke Düsseldorf-Hamm 1957 verdrängten die E-Lokomotiven nach und nach die alten Dampfrösser. Viele Eisenbahnfreunde starten im Mai 1977 von Wanne-Eickel aus stilecht mit Dampf zum Dampfabschiedsfest in das Bahnbetriebswerk Gelsenkirchen-Bismarck. Jeder möchte sie noch einmal bewundern, die zischenden und fauchenden Dampfrösser. Bis Mitte der 1970er Jahre setzten im Ruhrgebiet nur noch die Betriebswerke Duisburg-Wedau und Gelsenkirchen-Bismarck ihre schweren Dampfloks im Güterzugdienst ein. Bereits 1876 hatte die Bergisch-Märkische Eisenbahngesellschaft in Bismarck einen Lokschuppen errichtet. Durch den ständigen Anstieg des Eisenbahnverkehrs wurde 1924 eine Vergrößerung der Betriebsanlagen vorgenommen. Ein 16-ständiger Ringlokschuppen und eine 23 Meter Drehscheibe wurden errichtet. Als Gäste der Bismarcker Dampfabschiedsfeier
nahmen auch die Ablöser teil. Moderne Diesel- und Elektrolokomotiven. Heimreise der Eisenbahnfreunde. Ein letztes Mal mit Dampf. Dieser Film setzt allen Dampflokomotiven, die jahrzehntelang zuverlässig ihre Arbeit verrichteten, ein Denkmal. Adieu, gute alte Dampflok.